Like a brook that never runs dry, you can swim all day. But first we gotta take it slow. Was? Bringen die was? Ja, aber die bringen
ist auch der Glow. Ne? Ja, es gab sehr viele Produkte. Wir haben auch einiges bekommen. Ich habe eben veganes. Ich dachte mir jetzt, ich sehr gut, weil ich veganes Bio-Toppings für Müsli bekommen und zum Backen. Und ein paar Kooperationen haben wir angefragt. Da haben wir auch Kontakt bekommen und geknüpft. Ne, Ivi? Ja, eher gesagt du. Und ganz viele Produkte, also einige Produkte jetzt auch gerade bekommen. Resümee, was würdest du sagen? Ich glaube, ich gehe nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr hingehe, aber ich denke eher nicht. Oh. Also, wenn jetzt, sag ich mal, in Köln oder in Düsseldorf ist, dann ja, aber in Dortmund ist es mir eindeutig zu weit. Okay, mein Highlight, fettestes Highlight auf dieser Glow war Lea Sophie, die mit ihrem Lied Wohin willst du aufgetreten ist, aber auch drei anderen Liedern. Und ich höre sie ja seit 10 Jahren und die stand einfach auf der Bühne mit 4 Songs. Das war wie so ein Konzert von ihr. Ja. Na, das ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen. Ja, mein Highlight warst du. Oh, mein Baby. Und du auch, Yvonne, natürlich an erster Stelle. Überall. Die muss ich ja nicht auf der Glow. Eben, hier in Dortmund, 1,5 Stunden bin ich gefahren von Köln aus. Boah, das ist echt weit. Ich bin von Düsseldorf gefahren. Zeig mal meine Schuhe hier. Mir tun auch meine Füße übertrieben weh. Ich habe hohe Schuhe an. Naja. Werden die auch gerade angeguckt von irgendwelchen BVB-Fans, die gerade aus dem Fußballspiel kommen. Yep. Guck uns an, als wären wir irgendwelche Aliens. Nee, auf jeden Fall geht's ab. Voll der Schotterweg hier. Es geht auf jeden Fall ab zum Auto. Ich habe in Buxtehude geparkt und mein Auto ist irgendwo mitten im Graben. Und deswegen kommt Sally jetzt erstmal mit mir mit und versucht, mir mein Auto rauszuhelfen. Deswegen? Ja, ist klar. Anstatt zu sagen, dass ich sie zu ihrem Auto fahre. Nein. Und dann fahre ich sie noch zu ihrem Auto. Ich habe am Ende der Welt geparkt. Ja. Jetzt sehen wir hier auch endlich mal Tageslicht. Es war ziemlich voll und dunkel in dieser Halle. Ja. Wir werden hier voll schräg angeguckt von allen. Ne? Mein Selfie-Start ist so lang. Ich finde das so witzig, wie die uns alle angucken, wenn wir reden in unsere Kamera. Mein Gott, ist doch schon fast normal. Finde ich auch. Heutzutage, ne? Ja, und jetzt kann ich nicht mehr halten, weil mein Finger wird schwach. Also tschüss. Okay, wir gucken mal gleich, ob wir das Auto retten können von Yvonne. Ja, wir melden uns back. Irgendwo hier. Wir laufen seit 20 Minuten wie die Irren durch Dortmund, durch irgendwelche Siedlungen. Es tut mir leid. Mir kam es irgendwie eben näher vor, als ich noch motiviert war, zu Glow zu gehen. Komm, Sally, komm, wo bist du denn? Ich stehe schon am Eingang. Mein Auto war zwar auch nicht gerade nah, aber es ging nur geradeaus. Bei ihr mussten wir gerade Brücken gehen, Schluchten, Graben, durch Wiesen und Siedlungen. Mein Auto steht im Graben. Ich werde dir da nicht helfen können, ne? Meine Füße, aber du wirst ne? Leute. Das Gute ist, dass ja sind so viele Spieler lang gehen, dann können die mir mit meinem Auto helfen, wenn das nicht klappt. Das einzig Tröstende ist, dass wir so Goodies mitbekommen haben. Naja, komm, 1-2 Euro Goodies. Ach ja, 1-2 Euro Goodies. Ich weiß nicht mehr, was ich da mitgenommen habe. Ich habe hier ein paar coole Gesichtsbehandlungsprodukte mit Aktivkohle und sowas. Das werde ich auf jeden Fall testen. Yvonne, ich kann nicht mehr. Wo steht deine Karre? Wo steht denn mein Auto jetzt? Ich stelle mich jetzt hier. Ich kann nicht mehr. Ich breche jeden Moment zusammen. Mein Auto müsste irgendwo da hinten sein. Komm, Sally. Es ist nur noch 1 Minute versprochen. 1 Minute. Sagt die seit 25 Minuten, wisst ihr? Ich drehe am Rad, ey. Nur weil die zu geizig war, 5 Euro für den Glow-Parkplatz zu bezahlen, hat die irgendwo... In der nächsten Nachbarstadt hat sie irgendwo im Graben geparkt. Ja, schon gar nicht mal in Dortmund. Sie hat's gefunden. Wenn es denn ihr Auto ist. Boah, ich kann nicht mehr. Jetzt auf jeden Fall meine ehrliche Meinung zur Glow diesmal. Wenn 100% super ist, waren das gerade mal 28%. Du konntest die Artists gar nicht sehen wie letztes Jahr in Düsseldorf. Da waren viel weniger bekannte Gesichter. Da war viel zu wenig Show und Unterhaltung. Es war halt viel größer mit viel mehr Leuten. Aber auch das hat das Ganze noch ein bisschen unübersichtlicher gemacht. Und wir waren total überfordert damit. Deswegen bin ich jetzt echt froh, dass es vorbei ist. Auch wenn Lea Sophie aufgetreten ist. Und ich ihr Konzert quasi sehen konnte. Das war das Highlight. Wirklich.
Ja, ich fahre jetzt mit Yvonne mit. Sie schmeißt mich bei meinem Auto raus und dann fahre ich nach Hause nach Köln und wünsche euch einen schönen Abend. Like a rope that never runs dry, you can swim all day.